3, 2, 1. Meins. Ich bin echt gespannt, wie der Run wird. Wir haben uns eigentlich gut was ich habe mal gut was überlegt mit eurer Hilfe. Was habt ihr denn so für Tipps, wie lange ich brauchen werde? Ich werde den Run auf jeden Fall durchziehen. Der wird nicht abgebrochen. Egal was ist, egal wie schwer es wird, ich werde einen Weg finden, diesen Run mit Fist zu beenden. Was sagt ihr denn, wie lange ich brauche? Ingame-Zeit. Zur Einschätzung. Mein normaler Speedrun braucht Ingame-Time, habe ich aktuell den Rekord bei 2 Stunden 10 Minuten. Also ich glaube, unter 3 Stunden wird schwierig. 20 Stunden, wie er direkt übertreibt, weißt du? Wie er direkt übertreiben muss, ey, 20 Stunden. Ich unterschätze, wie schwierig es wird. Ja, kann sein. Also ich glaube, Malekith und Godfrey werden mich richtig brechen. Und dann gibt mir Elden ein bisschen Rest. 10 Stunden, sagt Belia. Ich glaube nicht, dass es so lange dauert. Glaubt ihr echt, dass ich farmen muss? Was für ein Wunder gibt's da? Und welche Ruinen meinst du? Auf dem Riesenstein neben den Ruinen. Hier? Bin ich gerade dran vorbei. Da wo, ja, okay, gut. Also hier direkt da oben soll es gutes Wunder geben, okay. Vertraue dir. Das ist ja auch so eine Sache, ne? Ich kann ja später vielleicht auch ein bisschen mit Wundern spielen. Also das habe ich ja nicht ausgeschlossen. Ich habe nur gesagt, die Waffe, die ich benutze, wird eine Fist... Hä? Wird halt Fist sein, ne? Den, wie soll ich den denn besiegen? Ja, lol, du bist ja echt auch ein... Also, du bist ja witzig. Kommt der später wieder? Kommt der später wieder, das ist wichtig. Ja, die kommen alle wieder, okay. Oh Mann, ey. Du kostest mich Nerven, mein Jutster. Ich nehme als Waffe nur Fists, aber ich werde alles abusen, was geht. So wie immer. Was im Spiel ist, wird auch benutzt. Ey, ich bin noch nicht gestorben. Können wir das auch mal kurz appreciaten? Halbe Stunde im Run, noch nicht gestorben. Verkaufen sollte gehen, perfekt. Noch nicht gekämpft und kein Tod. Ja, danke. Muss man halt auch erstmal schaffen, ne? Gravitation hat mich noch nicht gekillt. Den Kampf gewinne ich. Danke dir. Wieder kein Tod. Zack, jetzt könnt ihr nicht mehr sagen, noch nicht gekämpft und nicht gestorben. Wie ich hier gekämpft habe. No hit, no damage. Zack. Geschafft. Käferkriegsasche. So, der ist irgendwo hier unten, habe ich gesehen. Ne? Bei Fort Gael. Hinter dem Schloss ist... Flamme gibt mir Kraft. Das kann ich auch direkt mitnehmen. Das tut sich auch lohnen. Da war der erste Kill. Ne, vorm Schloss der Gnade. Der Gnade tot. Da habt ihr euren ersten Kill. Sollen wir einen Kill-Counter machen? Sekunde, wir machen einen Kill-Counter. Alle 5 Tode, 5 Liegestütze. Jetzt Challenge neu starten. Ey, das ist hier kein No-Hit und kein No-Death-Run. Ja, das ist hier ein Only-Fist-Weapon-Run. Ich werde oft sterben. Ich werde wirklich oft sterben. Ich glaube, Radan wird die erste richtig krasse Challenge. Margit und Godric werde ich bestimmt auch ein-, zweimal sterben, sag ich mal so. Das wird schwierig. So, jetzt ist hier irgendwo... Da ist eine Granate und... Der Käfer hier! Ah! Ein Vogel. Da, Kriegsasche, Flamme, Rotmähne. So, haben wir? Blutflamme. Bam. So, die haben wir auch. Oh, Klangperle 1. Jetzt wird's spannend. Ach meine, es gehen die da hinten wieder auf den Typen. Alter, 110. Bam!
oder höher sein, zumindest mal. Jetzt nochmal 6. Ey, der geht mir ein bisschen auf den Sack mit seinem Schild immer. Hat der unendlich Def eigentlich? Ey, ich habe das Radagon-Siegel nicht einmal... Ah, ich habe das gar nicht eingesetzt. Ich bin auch so ein... Oh Mann, ey. Radagon-Siegel einfach nicht benutzt. Perfekt. Ich und Glitches. Was denkst du von mir? Scheiß Hunde, geht mir aus dem Weg. Ey, lässt meine Runde in Ruhe. Bam. Und Feuer. Weg mit dir. So, jetzt wird's spannend. Vielleicht hätte ich die Waffe erstmal auf Stärke machen sollen. Au, bleib da stehen! Und wehe, du bewegst dich! Na klar, trifft er mich. Ich komme hier nicht weg! Ich höre nur Mimimi. Ja, ist auch so. Meine Blutflamme ist weg! Keine Ahnung, ob sich das gelohnt hat. Bam! Muss man nicht. Ich habe in der Nähe das meiste... Was? Ja gut, aber da musst du halt voll farmen. Ich farm hier nicht. Ich gehe doch nicht in alle Tunnel und hol mir diese ganzen Steine. Das kostet doch viel zu viel Zeit. So, first try. Ich glaube, war zu früh. Ne, first try. Der Profi, Digga. So, ich gehe ganz schnell mal kurz auf Toilette. Jetzt fix das Duo. Alter, was wäre ich für eine Legende in dem Game, wenn ich jetzt sofort das Duo schaffen würde? Ohne Mimik, ohne alles. Da, also, wenn ich das schaffen würde, ne, dann... Also, dann wäre ich Gott von Elden Ring. Dann habe ich das Game echt durchgespielt. Dann, also, mehr kann man nicht erreichen. Mit einer Fist Weapon... Plus 12, jetzt das Duo ohne Hilfe. Nee. Gefühlt unmöglich. Level 1 mit einer plus 9 Keule. Also ich glaube, ich muss mir die Sachen mal angucken. Das geht doch gar nicht.
Nee. Ach, hör doch auf, immer so Scheiße zu rufen. Ja, RIP an alle, die Nein gedrückt haben. Wie schön das ist, ihn nicht zu treffen. Ich muss den quasi küssen, damit ich den treffe. Ich glaube, da ich den nicht treffe, ne? Na klar, trifft er mich. Boah, ich bin so ein geiler Spieler. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Den habe ich jetzt so drauf, den könnte ich sogar mit Barefist besiegen. Ohne Waffe. Man könnte überlegen, ob man hier unten die Kanalisation den Dings macht. Für... Scheiße, für Jubel des Blutes. Das gibt nur 28 Stärke. Ah, die Skalierung wird noch besser, ne? Warte, wie viel FP braucht Tiche? Wie viel FP braucht Tiche? Schnell. Und zwei zu. Was noch vielleicht machen kann, das besiegen, aber muss man nicht so. 124. Danke. Ich mache ja gar keinen Schaden. Das wird gefühlt unmöglich.
Alter, Leute, das schaffe ich nicht. Da bin ich bald bei 100 Toten, dann habe ich heute Abend keine Arme mehr. Das schaffe ich nicht. Ich mache halt gar keinen Schaden. Tja, ja, das ist eine Endgame-Area, genau das ist es. Ich probiere es jetzt noch einmal, dann gehe ich zu Radan. Also mit der Tiche-Idee, stellen wir mal ganz am Ende des Runs. Ganz am Ende. Vielleicht ganz am Ende. Wir müssen später mal gucken, wo es das gibt. Glaube ich auch gut wäre, wenn ich lernen würde, den zu schießen. Würde bestimmt einiges einfacher machen. Ich treffe dann einfach nicht, ne? Nobunaga. Wenn Nobunaga an mich glaubt. Ihr wisst einfach, wie gut ich gegen Radan bin. Ihr wisst es einfach. Danke an alle, die immer an mich geglaubt haben. Und RIP an alle, die Nein gesagt haben. Wär's eine Idee? Was ich brauche, ist mehr Gleichgewicht, so langsam. Die Weapon Art ist krass. Der ist ja die ganze Zeit gestunt. Die Weapon Art ist geil. Die Weapon Art ist geil. Nimm Amon und goldenen Spur. Das fasziniert dich. Ja, du hättest mal die ersten paar Runs gucken müssen. Da gab es gar nichts zu faszinieren. Und du wirst mich jetzt sehr oft frecken sehen gegen die Gargoyles, glaub mal. Hoffe ich doch mal. Schaden ist gut.
Scheiße. Nobunaga, Analyse, wieso mache ich so krass Schaden? Wieso mache ich so krass Schaden? Alter, ich habe übelsten Schaden rausgeballert. Das war auf Sternenfall-Bestien-Niveau. Scheiße, ich habe weithändig. Mimik, halt durch, ich komm gleich. Siebener, zwei hatte ich schon eingesetzt, heißt ich brauche 10, also noch 8. Scheiße, sind die teuer. Scheiße, sind die teuer. Ich habe Dunkelschmiedesteine gekauft. Und ich denke mir schon, wieso sind die so teuer?
Bitte triff. Triff doch mal, du Scheißfeuer! Ey, das gibt's nicht. Ich treff den heute nicht mehr. Geht doch, alter Falter. First try! Leberhaken. Bam! First try! Die Weapon Art ist einfach viel zu krass. Weapon Art ist einfach viel zu crazy. Mal gestorben, 4 Stunden 18. In Game Time ist bestimmt auch krass. Noch nicht mal 4 Stunden. Unter 4 Stunden. Bam. Bam, 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 bam.